Was ist für dich der Reiz am Modellfliegen? Draußen sein, können fliegen, das Handwerkliche mit den Flügen und ganz viele verschiedene Sachen, die man da kann machen kann. Also haben wir hier ein Häuschen, wir haben ein Rasenmäher-Häuschen da. Wir vermieten das Häuschen, wir haben Veranstaltungen, wo wir intern einmal im Monat so zusammenhocken. Wir fliegen eigentlich jeden Tag auf die Almente raus. Wir haben auch mal noch so spezielle Anlässe, wie fliegen auf die Almente oder Wabern oder Segelflug treffen, schleppen und. Also es hat schon, gibt schon viele Veranstaltungen. Wir haben jetzt gerade im Frühling so einen Baukurs gemacht mit Jugendlichen, wo wir in Lilienthal so ganz ein einfaches Einsteigermodell bauen haben. Das Modell ist der einzige Nachteil, dass man ein bisschen gebastelt, bis man es zusammen hat. Das sind im Club also neue Mitglieder wichtig, oder? Ja, für uns sind natürlich neue Mitglieder immer wichtig und auch, was wir natürlich schon in den Statuten haben, die Jugendförderung. Das, aber auch, dass wenn draussen Jugendliche kommen, die vielleicht noch nicht so viel Erfahrung haben, dass wir die auch unterstützen mit Flügen, mit Sägen, auf was man vielleicht auch mal achten muss. Bravo!